Das ist doch lächerlich. Ich würde die Finger davon lassen. Aber selbstverständlich. Selbstverständlich. Let's go.
einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Das ist doch lächerlich. Dunkler Brut? Warum sollten wir plötzlich neuen Arten der dunklen Brut begegnen? Das hier ist ja noch nicht einmal eine Verderbnis. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Ein wirklich malerischer kleiner Ort, nicht wahr? Abgesehen davon, dass er verfallen und verflucht ist, natürlich. Wieder? Ich kümmere mich darum. Ist euer grauer Wächter. Die Mutter sagte mir, wenn er zu diesem Ort gelockt wird und erschlagen, würdet auch ihr irgendwann kommen. Und die Mutter, sie hatte recht. Die Mutter hat immer recht. Die Mutter, sie ist keine Prophetin, aber sie ist überaus weise. Oh ja, das ist sie. Ich, hier vor euch seht ihr den Ersten, und ich überbringe euch eine Nachricht. Die Mutter, sie gestattet euch nicht, seinem Plan zu helfen, selbst wenn ihr es nicht wisst. Deshalb schickt sie euch ein Geschenk.
Nein, wir sind auch ins Nichts gekommen. So kann es nicht sein. Die Mutter hat mich getäuscht. Ich bin verraten. Ich konnte meiner Mutter auch nie trauen. Jetzt bin ich mit euch gefangen im Nichts. Ach, wie dumm war ich! Das graue Wächter wünscht Hilfe? Von dem Ersten? Ihr bringt mich zum Lachen. Ich überlasse euch den Kindern. Ich werde meinen eigenen Weg zurück in die Welt finden. Zurück zu der Mutter. Sie auch zur dunklen Brut? Noch mehr sprechende dunkle Brut. Und dann gibt es jetzt auch noch eine Mutter. Wie rührend.